Die Märkte sind unruhig. Ja, die Fed hat die Zinsen gesenkt, aber so richtig kommen die Märkte dann jetzt da doch noch nicht aus dem Quark. Und da ist natürlich die Frage erlaubt, wie geht's denn da weiter? Und dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Wieland Alt. Ich begrüße Sie ganz herzlich weiterhin von Hainan aus China oder Niao. Hallo, was es auf Chinesisch heißen könnte, wenn man die Sprache denn beherrscht. Aber nichtsdestotrotz, ich gebe mir zumindest Mühe, auch mal das Publikum zu begrüßen. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich bin auf der IFTA-Konferenz. Ich nehme das Video auf heute am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr. Und um 9 Uhr geht die Konferenz ja schon wieder weiter. Und natürlich ist es klar, es ist auch eine anstrengende Konferenz, weil man sitzt natürlich den ganzen Tag im Konferenzraum, unterhält sich und abends fairerweise das soziale Programm ist natürlich auch am Laufen und das fordert natürlich so gewisse Kräfte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch verbindend, darf man auch nicht vergessen, ja, ein Bierchen, Wein oder was sie dann eben noch so anbieten an lokalen Spezialitäten, das ist ja auch so ein gewisser sozialer Klebstoff, der einfach ja, uns dann unkompliziert zusammenbringt. Und es ist wirklich ein Erlebnis, weil auch wenn wir mal ausgehen, wenn wir dann irgendwo draußen im Restaurant sind, in so einem Draußenbereich, so am Strand, so an der Promenade, wenn man so sagen will, dann setzen sich einfach Leute zu uns, wollen mit uns ins Gespräch kommen, auch wenn das natürlich sehr holprig ist, aber nichtsdestotrotz, das Interesse ist sehr, sehr, sehr da. Und das ist etwas, was ich schon mal hier mitnehme von der IFTA-Konferenz. Das ist nämlich wirklich hier, wie immer, auch um die Menschen geht. Und Sie kennen mich ja nun mittlerweile, mir liegt das ja sehr am Herzen, eben mit den Menschen auch verbunden zu sein, gerade international, weil eben ja doch viele Dinge so, naja, auf uns zugetragen werden, wie diese oder jene Leute sind und auch das Land und der Staat. Und da muss ich immer sagen, wenn man sich erstmal mit den Menschen beschäftigt, sieht die Sache dann irgendwie doch immer ein bisschen anders aus. Und es macht einfach viel, viel Freude hier, auf Hainan zu sein, in China zu sein, auch wenn es noch nicht wirklich echtes Mainland China ist, aber so bin ich doch immerhin nah dran. Und auch mit der neuen Landesgesellschaft in China komme sehr, sehr, sehr gut aus. Die Konferenz ist wunderbar organisiert, es ist wirklich perfekt. Und es sind zwei Konferenzen in einem, denn es ist tatsächlich so, dass hier gleichzeitig noch das BOGO International Investment Forum stattfindet, was ein kleiner Trick auch ist vom Veranstalter, die natürlich verbunden sind mit unserer Mitgliedsgesellschaft in China. Ist ein bisschen komplexer, kann ich aber gerne an anderer Stelle darauf eingehen. Auf jeden Fall, Fakt ist, gleichzeitig findet eine rein chinesische Konferenz statt, wo ungefähr rund 1000, 1200 Leute sind. Und das haben wir miteinander verbunden, zumindest bei der Eröffnungsfeier. Und die war natürlich sensationell. Und ich hatte die große Ehre und das große Vergnügen, auch da einen Vortrag zu halten, den ich natürlich in meiner unnachahmlichen Art dann auch durchgeführt habe. Und damit so ein bisschen anders war als die, naja, nicht unbedingt Regierungsmitglieder, aber irgendwie doch ehemalige Vorsitzende der Bank of China, die dabei waren, einige Professoren, die noch mit auf der Bühne saßen, ja, und ich mit und mittendrin, der dann halt auch ein paar Worte halt zur Lage der Weltwirtschaft aus makroökonomischer Sicht sagen durfte. Naja, ich habe natürlich trotzdem meine Späße gemacht. Sie wissen ja, ich fühle mich ja doch recht wohl auf der Bühne und es ist schon mal ein Erlebnis. Ein Erlebnis war aber auch das, und das ist natürlich jetzt meine eigene Sache, was ich jetzt zeige, mein Buch. Risiko Money Management auf Chinesisch. Ja, auch das feiern wir hier, auch das wird so ein bisschen jetzt promotet. 2 Jahre hat die Arbeit an diesem Buch gedauert, aus dem einfachen Grund, weil hier alles natürlich über öffentliche oder offizielle Kanäle läuft und freigegeben werden muss. Und 2 Jahre ist tatsächlich, das wurde mir gesagt, eins der schnellsten Bücher, das so halt in China momentan dann durchgearbeitet oder durchgewunken wurde in dem Sinne. Ja, und auch das ist natürlich China. Ja, alles braucht so ein bisschen seine Zeit, ja, zumindest wenn es darum geht, so ein bisschen offizielle Kanäle zu nehmen und ne, das alles muss alles genehmigt werden, dass alles so seine Ordnung hat. Aber nichtsdestotrotz, ich bin natürlich unfassbar froh, unfassbar auch stolz, denn ein Buch in China veröffentlicht zu haben, ist schon was ganz Besonderes und ich bin natürlich auch mal gespannt, wie die Resonanz so ist. Ich habe auch einen kleinen Vortrag dazu gehalten im Rahmen, dann nochmal gestern am Samstag auf dem BOGO-Forum. Davor, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten, das verschwimmt dann ja immer relativ schnell. Und die waren sehr begeistert, auch wenn es natürlich, ich sage 2, 3 Sätze, Übersetzer
oder Übersetzerin in dem Fall, sagt dann das Ganze nochmal auf Chinesisch. Das heißt, ja, ich zeige natürlich dann auf der Leinwand zweimal auf das, worüber ich eigentlich sprechen will. Einmal, wenn ich darüber spreche und dann, wenn ich denke, dass die Übersetzerin auch noch darüber spricht. Aber das sind so Sachen, das macht natürlich trotzdem Laune und Freude. Und auch da, die Resonanz war groß. Sie können sich vorstellen, viele, viele Fotos werden gemacht. Nicht nur mit mir, sondern eben auch mit den Kollegen von der VTRD, mit Dr. Bauer oder auch mit Dr. Reis, der unser Treasurer ist, sondern eben auch wirklich mit all den Teilnehmern. Und die Leute sind eben einfach begeistert. Begeistert bin ich aber auch, schauen Sie, was ich hier bekommen habe, vom Kollegen Gümmer Goyadi vom Astronacci aus Indonesien. Der hat mir einen Air Force One mitgebracht. Und hier steht drauf, IFTA. Ich hoffe, das kann man gut sehen. IFTA, Astronacci, dann hier so ein paar Zeichen, die so eben so aus diesen Sternkreiszeichen kommen. Hier steht drauf, I'm Time Trader, das ist so ein bisschen sein Markenzeichen und mir gefällt besonders das hier, Make More Money. So ist es eben, das ist natürlich auch so ein bisschen Teil des Tradings, Make More Money, aber auch das ist natürlich eine ziemlich coole Geschichte. Und das Letzte, was ich Ihnen zeigen will, mein nebenbei laufen jetzt auch schon so ein paar Videos durch, die schneide ich gleich noch rein natürlich, von Daryl Guppy, der mir sein Buch überreicht hat. Das ist eine Novelle, also einfach ein Roman. Der schreibt eben auch mal gerne was. Ein ganz, ganz wunderbarer Mensch. John Bollinger ist hier auch ganz wunderbar. Seine Tochter Zoe, die ich dann jetzt versuche, auch noch ins IFTA-Board zu holen, ja, damit wir da eben auch nochmal Verstärkung haben. Also alles in allem, es macht richtig, richtig viel Spaß. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen, mal auf eine IFTA-Konferenz zu kommen. Zumal die IFTA-Konferenz im Jahr 2025, Ende September, aller Wahrscheinlichkeit nach in Frankfurt stattfinden wird. Also damit fehlt eigentlich das Argument der langen Anreise und wir werden auch schauen, dass wir sie verbraucherfreundlich gestalten, sodass da eigentlich jetzt kein Hindernis sein dürfte, auch an der IFTA-Konferenz teilzunehmen, um das Ganze eben auch mal zu erleben. Natürlich dann eher auf deutsche Art. Ja, das ist natürlich auch ganz klar. Nichtsdestotrotz wird schon klasse werden. So, das dazu. Damit lassen wir uns mal in die Zahlen der kommenden Tage reingehen. Was erwartet uns in den nächsten Tagen? Im Endeffekt, es ist relativ dünn, die Nachrichtenlage. Wir haben die Rohöllagerbestände, was sicherlich erstmal hier von unserer Seite durchgewunken werden kann. Was eher spannend sein dürfte, ist das FOMC-Sitzungsprotokoll, das vom Offenmarktausschuss der FED. Da ist natürlich sicher, dass die Leute da schauen werden, die Materialien schauen werden, wie sieht es mit Zinssenkung aus, könnte man einen Hinweis bekommen auf 0,5 oder 0,25%. Das ist natürlich jetzt die große Frage. Momentan sieht es ja eher danach, dass wir 0,25 bekommen, aber das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern. Von daher darf man da auch nicht so schnell ein Urteil fällen. Am Donnerstag dann geht es in den Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate in den USA, 2,3% wird erwartet. Und Sie wissen, das ist ja immer noch ein bisschen über dem, was wir in Deutschland und Europa haben, aber ist schon deutlich entfernt von dem, was wir mal hatten. Und ich erinnere mich nochmal, ich habe das ja auch dann schon mal im Vortrag gesagt, hier in China, ja, 9,1% hatten wir ja dann im Endeffekt im Hoch an Inflation in den USA und da sind wir natürlich hier an der Stelle deutlich runter. Ne? Also das an der Stelle ist auch schon mal ganz wichtig. Interessant dürfte sicherlich auch sein, das Thema Erstanträge Arbeitslosenhilfe. Was sagt die Wirtschaft? Wie geht es der Wirtschaft? Da wird man so ein bisschen sensitiver raufschauen. Eben auch natürlich unter dem Aspekt A, Thema Rezession, das ist ja nicht vom Tisch. Ja? Und zweitens natürlich wie immer, was macht die FED vielleicht da draus? Dann geht es weiter am Freitag. Wir gehen in die Inflationsrate in Deutschland und da eben wird nochmal vom VPI oder VPI-Messung, da wird nochmal auf die 1,6 geschaut. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen oder ob wir tatsächlich wieder schon wieder drunter sind. Auf der anderen Seite gab es auch einen ganz interessanten Vortrag über Statistiken und da wurde gleich ein Zitat gebracht. Jetzt kann ich nicht mehr genau sagen, von wem, aber ich glaube, ein ehemaliger britischer Premierminister, ganz, ganz damals, in 1600, 1700 irgendwas, der eben sagte, naja, es gibt Lügen, große Lügen und es gibt Statistiken. Fand ich auch ganz spannend. Kann man natürlich mit gewissen Augenzwinkern sehen, aber das darf man natürlich beim Thema Statistiken nie vergessen. Die kann man ja immer so ein bisschen dann auch so zusammenstellen mit den Werten, auf die man eben besonders viel Wert legt, ja, wie das halt so ist. Also von daher, das nochmal dann dazu bei den Verbraucherpreisindex und natürlich bei vielen anderen auch. Und dann geht es in die USA nochmal dann mit dem Erzeugerpreisindex, der dann momentan bei 1,7 liegt.
Muss man schauen, wie es da ist. Und eins ist auch klar, gehen die Erzeugerpreise runter, sollte sich das dann auch durchschlagen auf die Verbraucherpreise. Von daher dürfte der Markt auch nochmal darauf schauen. Ja, und damit können wir direkt in die Charts reingehen. Ja, wir sind direkt im FDAX, wir sind im Wochenchart, wie immer natürlich. Und wir sehen eben auch schon hier, die Idee war ja beim letzten Mal, dass die eigentlich ausgehend von dieser wirklich starken, massiv starken Vorwoche, auch mit dem gesamten Ausbruch hier aus dieser Seitwärtsbewegung und dem neuen Allzeithoch, dass die Idee eigentlich ist, dass es noch ein Stückchen höher geht, wobei das hier im Endeffekt nur darum ging, halt die 20.000 zu erreichen. Dazu hat es noch nicht gereicht. Wir sind jetzt hier noch unter dem Allzeithoch geblieben und sind jetzt in der vergangenen Woche im Endeffekt direkt wieder zurückgefallen. So, ich war jetzt nicht wirklich euphorisch. Ich hatte die 20.000 einfach aus Nummer aus Prinzip genannt, weil das immer so Marken sind, wo der Markt gerne mal auch hinläuft. Aber wie gesagt, es hat nicht gereicht und ich war eigentlich auch dann der Meinung, dass es runtergeht. Und jetzt geht es direkt erstmal runter. Jetzt gibt es genau zwei Dinge, die passieren können. Nummer eins, es könnte jetzt in eine Korrektur übergehen, ja, die idealerweise maximal bei rund 18.850, sowas in dem Bereich entsprechend stoppt und von dort aus wieder hochgeht. Das Problem hierbei ist, dass wir dann im Endeffekt diese gesamte Ausbruchskerze negiert haben und eigentlich praktisch eliminiert haben, was eher auf eine Schwäche hinweist. Von daher wäre das schon teilweise, wäre direkt ein Zeichen von Stärke, wenn der DAX hier wieder abprallt und weiter nach oben läuft. Sollte das nicht klappen, wovon fast schon auszugehen ist, dann sehen wir den DAX oder den Futures vielmehr bei 18.250, 60, 70. Und dort darf es dann idealerweise nach oben gehen. Dann könnte dann auch so die 200-Tage-Linie, wo wir ja auch schon ein bisschen weit entfernt sind, so langsam ins Spiel kommen. Also dass man entsprechend dann vielleicht davon ausgehen kann, dass der DAX dort entsprechend unterstützt wird. Und dann dürfte auch diese Überkaufphase in der Stochastik, in der Slow-Stochastik entsprechend abgebaut sein, sodass hier wieder dann Raum für Bewegung nach oben ist. Sollte der DAX aber stark bleiben in der aktuellen Woche, ja, das heißt, jetzt hier irgendwelche News reinkommen, irgendetwas ist reinkommen, was im Endeffekt den DAX und auch damit die Gesamtmärkte im Endeffekt nach oben bewegt. Das könnte zum Beispiel das Offenmarktprotokoll sein, der Offenmarktausschuss. Dann wäre hier eher die Aussage, dass der DAX dann ansteigt, dann eben die 20.000 ins Visier nimmt und eventuell direkt auch noch darüber geht. Auch dann erwarte ich eine Korrektur. Wenn wir aber dann Stärke aufkommt, dann dürfte die Korrektur noch nicht mehr so heftig sein. Das wäre dann so der Bereich, so nochmal um den Bereich, wo wir jetzt sind, so 19.700, um von dort aus dann hochzulaufen. Ich nenne dieses Konzept die ignorierte Kerze. Ja, das eher ein Zeichen von Stärke ist, ein hoher Momentum-Trade, der damit möglich ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, wo finden wir so eine Geschichte, dann lässt sich dann doch einiges auch damit erreichen. Ich gehe mal in den Tageschart rein, vielleicht finden wir da was, was dahingehend entsprechend überzeugend ist. So, jetzt gehe ich hier nochmal in den Tageschart. Ja, das wäre hier so eine Situation zum Beispiel. Ja, die Kerze wird direkt wieder rausgenommen, das wäre so eine Situation. Ja, die Kerze wird direkt rausgenommen und dann geht es nochmal runter. Sie sehen, ja, da ist noch ein bisschen Momentum, aber dann kann es durchaus sein, dass der Markt dann abbremst. Wir sehen jetzt hier am Freitag schon so eine leichte Umkehrung. Das wäre so eine Möglichkeit im Endeffekt. Ach so, ja, genau, Sie sehen ja hier die Aufwärtsbewegung, die Korrektur. Das ist halt die gesamte letzte Woche, alles in Rot. Und die Idee der ignorierten Kerze ist im Endeffekt, kann ich ja mal verraten, ja, dass hier die Bewegung, der Impuls und damit die Korrektur auch abgeschlossen ist, also Impuls, Korrektur, Impulsfortsetzung, ja, und dass man dann von dort aus hochgeht und da das halt im untergeordneten Zeitfenster ist, hier im Tageschart, dann wird damit die Korrektur aus ausgestanden. Das wäre eine gute Möglichkeit, kann ich mir auch vorstellen. Von daher muss man einfach schauen, in welche Richtung der DAX jetzt weiterläuft. Grundsätzlich wäre jetzt erstmal in beide Richtungen auch vorsichtiger. Es mag durchaus sein, dass die Luft jetzt erstmal raus ist und wir dann eben dann doch tatsächlich in die eher von mir favorisierte Seitwärtsbewegung übergehen, entweder auf höherem oder auf einem etwas niedrigeren Niveau. Das müssen wir einfach schauen. Damit gehen wir mal in die Schweiz und der SMI zeigt ein ähnliches Bild. Auch hier bin ich davon ausgegangen, dass wir nach oben laufen. Wir konnten uns natürlich noch an den Hochs orientieren. Ja, und von dort aus dann wieder abprallen. Soweit ist es nicht gekommen, wir sind wieder ein bisschen runtergelaufen
und sind jetzt im Endeffekt auf dem Weg in die Richtung der Unterstützung bei rund 11.800 Punkten. Dort darf es gerne wieder nach oben gehen. Der SMI ist damit nicht so gefährdet wie der DAX, aus dem einfachen Grund, dass hier diese Vorwoche schon stark war, aber eben nicht so massiv wie im DAX. Ja, das heißt, es wäre dann eben eine von vielen Kerzen sozusagen. Und dann hätten wir einfach hier so diese Struktur Aufwärtsbewegung, Korrektur, fortsetzende Aufwärtsbewegung, die aber nicht ausreicht, dann damit im Endeffekt, wenn man so will, im Kleinen eine Trendwende, ja, weil wir hier ja nicht mehr höhere Hochs und höhere Tiefs haben, sondern dann über Hoch, Tief, Tieferes hochlaufen. Aber im Großen und Ganzen sind wir in einer Seitwärtsbewegung, sodass das eigentlich eher erstmal untergeordnet ist. Aber in kleinen Zeitfenstern kommt es dann schon so hin. Und damit wäre halt auch so eine Korrektur jetzt auf die 11.800 nicht wirklich dramatisch. Es würde im Endeffekt nur die Seitwärtsbewegung im SMI verlängern. Da sind wir ja schon drin. Da sind wir ja grundsätzlich eine lange Zeit drin. Sind bloß eine Stufe, eine Etage höher gelaufen. Und bewegen uns jetzt eben hier seitwärts, unterstützt dann vom kleinen Durchschnitt 200 der Tagelinie. Ne? Ja, schauen wir mal in den Nikkei. Ist ja möglichst nah dran hier. Also wirklich schon fast um die Ecke, jetzt nicht unbedingt, aber relativ gesehen. Ja, Japan. Die Idee war, dass es nach unten oder nach oben geht. Ja, da kann man sich das relativ bequem machen. Momentan sind wir hier hochgelaufen. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass jetzt gerade in China ein Stimulus reinkommt, ja, dass man hier einfach nochmal die Wirtschaft stärken will, dass hier auch Maßnahmen ergriffen werden, was die Märkte beflügelt, offensichtlich auch gerade die asiatischen. Und Sie sehen es, ich habe Ihnen ja nochmal was Neues mitgebracht, ja, das ist der Shanghai Composite. Sie sehen schon hier 8% plus in der vergangenen Woche, also darüber reden wir. Und das dürfte auch den Nikkei mitgezogen haben. Und damit sind wir hier im Nikkei im Bereich des Allzeithochs, des Widerstands bei rund 40.650, 41.500, 42.500. Ja, das ist jetzt durchaus möglich, wenn die Dynamik reinkommt. Ja, und damit ist im Endeffekt diese gesamte Korrektur, die wir in der Jahresmitte hatten, abgearbeitet und auch wieder vergeben und vergessen. Und der Nikkei findet dann zu alter Stärke, naja, so alt ist die Stärke jetzt auch wieder nicht, aber zur Stärke zurück und könnte dann dementsprechend auf neue Allzeithochs laufen. Sollte das nicht klappen, klar, na, dann gibt es dann hier eben entsprechend die Bewegung nach unten. Da reden wir mal über 36.800 und so weiter. Dann dürfte man sich in dem Bereich bewegen. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt darauf setzen, dass man das mit großen Bewegungen dann in Verbindung bringen könnte, sondern da geht es eher aus meiner Sicht dann darum, ja, dass man hier dann eher so ein bisschen seitwärts läuft, um nochmal Kraft zu schöpfen. Ja, damit gehen wir in die USA und der S&P 500, ja, sehr, sehr zögerlich, ich muss es ganz groß machen, ja, sehr, sehr zögerlich ist man hier und Sie sehen es schon, nach dem Ausbruch auf das neue Allzeithoch ging es nochmal auf dem Allzeithoch, aber doch sehr moderat, sehr verhalten. Ja, ich war auch hier eher positiv gestimmt, aber Sie sehen es auch da eher so in dem Aspekt, dass es noch ein bisschen hochlaufen dürfte, aber eben dann korrigiert. Eins jedenfalls ist sichtbar, wir sind hier im S&P 500 jetzt deutlich positiver als im DAX oder als in Europa momentan. Es ging zwar runter in der vergangenen Woche ein Stück, es wurde aber auch dann direkt an der Unterstützung wieder hochgekauft. Das heißt, diese Bewegung, die ich auch mit angedeutet hatte, wenn auch vom anderen Niveau, hatte auch stattgefunden auf die Unterstützung, der Test und dann eben wieder der Move nach oben. So, und damit hat der S&P 500 momentan, damit sicherlich auch die anderen beiden Indizes in den USA, momentan eigentlich gute Karten, weiter nach oben zu laufen. Ich würde jetzt aber nicht unbedingt darauf setzen, dass es hier rapide in Richtung 6.000 geht, sondern ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt so langsam in eine Phase reinkommen, dass wir in den nächsten 4 Wochen, denn ungefähr so lange geht es noch bis zu den Präsidentschaftswahlen, ja, dass wir jetzt in den nächsten 4 Wochen so ein bisschen Hin- und Hergeschiebe sehen, bis es sich dann irgendwie rauskristallisiert, wer von den beiden denn jetzt eigentlich Präsident werden könnte. Und dann darf man gerne auch damit rechnen, dass die eine oder andere Falschmeldung den S&P 500 oder damit auch die anderen beiden ordentlich durcheinander wirbelt und mal in Bewegung ein richtiger Schub nach oben kommt, der dann wieder abverkauft wird, weil dann irgendwie das doch wieder eine Ente war
und so weiter und so fort. Also da wäre ich jetzt an der Stelle tatsächlich sehr, sehr, sehr vorsichtig, mich mit Engagements hier zu zeigen, sondern da darf man Intraday sicherlich mal gucken. Da kann man mal am Tagesstart schauen, ob man es mal nimmt, ob man was findet, was man dann irgendwie handeln kann. Aber vielleicht eine gute Idee, das Ganze mit einer etwas reduzierten Positionsgröße, mit einem etwas bewussteren Risikomanagement zu machen, weil tatsächlich jetzt wird hier jede Nachricht geprüft und natürlich die Spekulation angefeuert, wer von den beiden Präsident wird. Und unterschiedlicher könnten beide ja kaum sein und damit hat das natürlich den entsprechenden Effekt auf die Märkte. Ja, wird es Trump, der eher wirtschaftsfreundlich ist, aber auch eben protektionistisch, ja, dann ist der eine oder andere Titel zu bevorzugen. Sollte die Stimmung Richtung Harris gehen, ja, da kann man so ein bisschen mehr auf grüne Themen gehen. Ja, und das Ganze wird sich dann erstmal in den nächsten Tagen und auch Wochen aus meiner Sicht im S&P zeigen. Deshalb, da würde ich jetzt nicht zu viel erwarten, sondern eher zurückhaltend sein. Damit gehen wir in die Nasdaq und die Nasdaq zeigt sich hier ebenfalls zurückhaltend. Ja, also die Woche könnte ja praktisch als nicht stattgefunden betitelt werden. Es ging im Endeffekt ja auch einen kurzen Schritt runter, aber alles jetzt nicht wirklich bedeutend. Wer hier Intraday unterwegs war, brauchte eben auch eine schnelle Reaktion, um vielleicht eine Position zu öffnen und auch zu schließen, weil Gewinne, sofern sie da waren, eben auch sofort wieder weg waren. Und das ist eben so ein Moment, wo man dann immer auch so ein bisschen vorsichtig sein muss als Trader, weil eben hier die Dynamik weggeht und alles möglich ist. Ja, es ist alles möglich, dass man jetzt mal nach oben läuft, kann ich mir vorstellen. Denn Tech hat hier vielleicht wirklich nochmal einen anderen Aspekt, ja, weil es ja mit nicht unbedingt davon abhängig ist, ob so ein Harris oder Trump wird, weil Tech ist ja auch eher dann so ein Thema, das die Welt bestimmt. Aber nichtsdestotrotz, die Rahmenbedingungen für Tech werden natürlich dann von Trump oder Harris bestimmt. Und von daher sehe ich auch hier erstmal eine Seitwärtsbewegung. Ja, sollte einen auch nicht überraschen. Vielleicht unterstützt von dem gleitenden Durchschnitt 200, der ja eine gute Arbeit leistet. Ja, da darf man mal drauf schauen. Und wie gesagt, Intraday könnte man sich das mal angucken. Aber ansonsten für die nächsten 4 Wochen wäre ich auch hier in den entsprechenden Tech-Werten vorsichtig. Ja, und damit gehen wir zu guter Letzt von den typischen Titeln oder Indizes, die wir uns anschauen, in den Dow Jones. Gleiches Bild, der Dow Jones, ich kann das mal alles hier wegmachen, wir brauchen diese ganzen Unterstützungen ja auch nicht. Zack. Ja, da sind wir ja weit von entfernt. Die letzte Woche, hier ist es tatsächlich rot, ist aber auch im Endeffekt nur Zufall. Auch hier hat die Woche kaum stattgefunden. Dieser kleine Kreisel gibt Anlass zur Sorge. Ich wäre auch hier jetzt nicht überrascht, wenn es nochmal nach unten geht. Ja, aber auch da erwarte ich jetzt nicht die Riesenbewegung, ja, wie auch gleiche Begründung. Dann kann nochmal der Schub so in den Bereich reinkommen. 41.600, von mir ist auch 500, für uns auch 41.000. Ja, alles oberhalb des kleinen Durchschnitts 200 wäre ja auch durchaus noch eine gesunde Geschichte. Ja, kann man durchaus mal mit einplanen. Selbst wenn es nach oben gehen sollte, ja, kurz vor der Wahl möglicherweise, wäre ich sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil Sie können sich vorstellen, wenn Sie das letzte Mal auf die Präsidentschaftswahl schauen, als Trump gewählt wurde, ging es massiv nach unten, nur um dann massiv wieder nach oben zu laufen. Und das sollte man erstmal abwarten, bevor man sich dann positioniert. Von daher, auch hier gilt das Gesagte, ein bisschen Zurückhaltung, ein bisschen defensiver ist sicherlich hier keine schlechte Idee. Ja, damit habe ich Ihnen was mitgebracht. Diesmal noch 2 Aktienwerte mit dabei, weil ich Ihnen hier mal den Shanghai Composite zeigen will. Und der Shanghai Composite zeigt eine beachtliche Performance in den letzten 2 Wochen. Schauen Sie sich das mal an. Ein Stimulus aus China, ja, der eben den Markt beflügelt hat, und zwar massiv. Ja, massiv ist offensichtlich auch gerade so ein Wort, das ich hier gerne mal bringe. Aber auch an entsprechend wichtiger Stelle im Unterstützungsbereich bei rund 2650 Punkten. Etwas darüber im überverkauften Bereich ging es dann eben nach oben. Man könnte sich jetzt hier das Ganze schönreden, indem man sagt, naja, das war ja abzusehen, Unterstützungsbereich, Piercing Pattern. Tatsächlich ist das ja auch absehbar, aber dass man natürlich dann so einen Schub hier erlebt, das ist natürlich dann eher Zufall
und ja, auch der entsprechenden Wirtschaftspolitik geschuldet. Nichtsdestotrotz, wenn man sowas dann sieht und sagt, okay, das nehme ich halt grundsätzlich so für mich als Handelssignal und ich positioniere mich aus dem Grund, weil ich mich immer nach solchen Handelssignalen positioniere, ja, dann hat man eben mal als Trader Glück gehabt. Ja, das muss man eben dazu sagen, so kommt Können und Glück zusammen. Ja, das muss man hier einfach festhalten. Tja, wie könnte es hier jetzt weitergehen? Wir sind direkt am Widerstandsbereich seit 3340, 3350. Und wäre jetzt nicht überraschend, wenn der Markt jetzt einfach zurückkommt. Ja, da sehen wir dann hier die 200-Wochen-Linie. Das könnte so eine erste Unterstützung sein. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn es zurückgeht, dass wir dann über die 3170 reden. Es muss nicht unbedingt die Kurslücke geschlossen werden. Ja, das wäre dann schon ein zu starker Abverkauf. Aber grundsätzlich darf man damit rechnen, dass die Kurslücke mittelfristig geschlossen werden könnte. Das heißt, ja, dass man dann hier nochmal so ein bisschen Schwünge sieht und das Ganze vielleicht dann hier in die Kurslücke reingeht, 3050 Punkte, um von dort aus wieder hochzulaufen. Also es wäre so eine Möglichkeit, die ich mir hier so vorstellen kann. Alternativ, habe ich mir schon mal hier angeguckt irgendwann, also alternativ, da geht es eben nochmal eine Stufe höher mit dem Impact, dass es von dort aus dann gerne nach unten nochmal gehen dürfte und dann eben zumindest bei dem Bereich von rund 3.330, 3.350 Punkten, was in dem Dreh getestet werden kann. Auch hier haben wir eine entsprechende Unterstützung, die dann den Shanghai Composite weiter nach oben treiben dürfte. Ja, also einfach mal so zum Überblick. So sieht dann eben Wirtschaftspolitik aus seitens der Regierung, die eben Maßnahmen verspricht. Und das äußert sich dann eben in einer gigantischen Aufwärtsbewegung, die sprunghaft den Gesamtindex, na, Sie sehen es ja, von 2700 auf rund 3600 Punkte bringt. Ja, damit sind wir ungefähr 20% hier hochgelaufen. Also ungefähr 600 Punkte über einen großen Daumen, ja, über noch mehr als 20% in 2 Wochen. Ja, das schafft jetzt auch nicht jeder. Also das ist das, was hier eben auch mal ganz interessant zu beobachten ist. Mal an der Stelle auch alle der Besucher und natürlich auch der Kollegen, der Experten, sind sehr positiv, was China angeht, was China Investments angeht. Vielleicht ist das auch eine gute Idee, sich mal so ein bisschen mehr auch mit China zu beschäftigen und zu gucken, was da so geht. Endlich nehme ich auch mal wieder Nvidia vor. Und nachdem ich ja die letzte Zeit immer wieder auch mal gesagt habe, Vorsicht, und tatsächlich ist es ja auch eingetreten, was ich hier so eingezeichnet hatte, jetzt nicht ganz bis an das Ziel, aber rund 97, 75, 70, 80, so ist in dem Bereich, aber nahezu, um von dort aus wieder hochzugehen. So, also von daher passt das schon. Und was jetzt eigentlich so die Idee ist, ist, dass der Ausbruch bevorsteht. Ja, wir sehen, dass hier das Tief, ja, dass das offensichtlich gehalten hat, die Unterstützungslinie hat gehalten, der kleine Durchschnitt 200 kommt hinterher auf Tagesbasis und wir sind hier relativ stark dran. Das heißt, die Idee ist jetzt eigentlich, dass es mit Nvidia, mit dem Ausbruch jetzt idealerweise aus dieser kleinen Abwärtstrendlinie mit einem Retest dann weiter nach oben geht und dann zunächst mal natürlich die Idee ist, dass wir auf die $140 kommen und von dort aus vielleicht in Schwüngen idealerweise weiter hochlaufen, 150, von mir aus $160. Und da muss man eben auch ganz klar sagen, bei Nvidia kann es natürlich schnell gehen in beide Richtungen. Das ist natürlich immer wieder auch das Thema gewesen. Und deshalb, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt die Idee ist. Und idealerweise geht man vielleicht etwas vorsichtiger an die Sache ran, um einfach zu sehen, wie sich das Ganze mit dem bevorstehenden, idealerweise bevorstehenden Ausbruch dann eben auch entwickelt. Alternativ, und das muss man natürlich auch immer im Auge behalten, geht es tatsächlich nochmal ein Stückchen runter und vielleicht sogar nochmal an diesen Retest von dem kleinen Durchschnitt 200 und gleichzeitig diesem Unterstützungsbereich, der Unterstützungszone, um von dort aus dann endlich auch auszubrechen. Ja, also die Korrektur, die Konsolidierung, die wir hier jetzt sehen, die sollte sich jetzt dann aber auch zügig dem Ende nähern. Mein favoriertes Szenario ist momentan, dass wir hier ausbrechen und vielleicht über mehrere Schwünge mit dem ein oder anderen Retest uns eben auf weitere Höhen bewegen. Und dann gehen wir zu guter Letzt nochmal auf Apple oder zu Apple. Und hier war ja die Aussage, die Idee, dass es so, ja, entweder nach oben oder nach unten gehen könnte, wobei tatsächlich das favorisierte Szenario eigentlich der Ausbruch nach oben dann ist. Das bleibt auch so, aber Apple hat sich immer noch nicht entschieden, auch in der vergangenen Woche nicht. Und da kann man dann eben nur sagen, dann bleibt es halt entsprechend so stehen.
ich nehme mal so dieses Worst-Case-Szenario raus, weil ich kann mir vorstellen, idealerweise geht es mit Apple jetzt weiter nach oben mit dem Ausbruch. Das kann natürlich dann nochmal mit dem Retest verbunden sein, in dem Bereich so ein bisschen zurückkommen. Oder um dann eben weiterzulaufen, oder es geht nochmal über den Weg nach unten, um dann nach oben zu gehen in dieser kleineren Spanne, in der wir hier ja auch sind bei Apple. Ja, es lässt sich jetzt hier an der Stelle nicht genauer bestimmen, aus dem einfachen Grund, weil der Markt sich hier noch nicht festgelegt hat. Ja, es geht hin und her, so ein bisschen Tauziehen, und am Ende wird der Markt sich natürlich irgendwann entscheiden müssen, und dann sind das die beiden Varianten, die man sich dann auch mal anschauen kann. Ja, damit haben wir auch hier entsprechend den Einstieg in die Woche geschafft. Wie gesagt, ich gehe momentan davon aus, dass die Märkte sich jetzt etwas zurückhaltend zeigen werden, dass es einige Fakes geben könnte. Da muss man unbedingt vorsichtig sein. Ich würde jetzt, wenn es ums Investieren geht, sehr, sehr vorsichtig rangehen. Ich würde meine Position auch eher klein halten. Und wenn eben dann der Handel ansteht, dann darf man gerne etwas kurzfristiger rangehen. Dann darf man gerne dementsprechend halt auch mal Gewinne mitnehmen und natürlich unbedingt auch sein eigenes Kapital beschützen. Heißt also, wenn man mal falsch liegt, dann auch unbedingt den Stop nutzen, damit da nichts anbrennt. Das so entsprechend die Idee. Ich hoffe, Sie können sich was mitnehmen aus den Ideen, die ich hier präsentiert habe. Und wenn Sie mögen, dann bin ich natürlich gerne wieder am kommenden Donnerstag für Sie da, dann aus Hongkong. Ich werde am Montag jetzt abreisen, also jetzt dann abgereist sein oder auf dem Weg zur Abreise sein. Und dann geht es nach Hongkong, bin ich eine Woche in Hongkong und treffe da aber auch schon wieder Kollegen. Und unter dem Aspekt freue ich mich natürlich auch schon da wieder drauf. Also bis dahin, alles Gute, Ihr Wieland Arlt.